Ein totgeklopptes Baby erwacht kurz nach der Geburt zum Leben. Schnell zeigt sich, es hat ganz andere Bedürfnisse als normale Neugeborene. Es braucht Blut zum Überleben. Als das Blut der Mutter nicht mehr ausreicht, muss sie andere Wege finden, ihr Baby zu füttern. Der Film startet mit einem erschreckenden Bild. Blut fließt über die Füße einer nackten Frau. In der Ferne kreicht ein Baby animalistisch. Ohne jegliche Erläuterung sehen wir ein Paar, Madeline und Michael, die versuchen, ein Kind zu zeugen. Madeline bleibt allein im Bett zurück. Sie starrt an die Decke und träumt vor sich hin. Mehrere Monate später. Madeline ist schwanger. Es sind nur noch wenige Wochen bis zur Geburt. Das Paar sitzt bei Michaels Eltern beim Abendessen. Michaels Mutter Vivian verhält sich Madeline gegenüber unhöflich. Sie lässt spitze Kommentare bezüglich ihres Essverhaltens und Gewichts fallen, während Madeline hochschwanger vor ihr sitzt. Ihr Ehemann sagt nichts. Die Feindseligkeit zwischen Madeline und ihrer Schwiegermutter wächst. Als Vivian Maddys Entscheidung für die Hebamme Patricia und gegen den Familiendoktor Richard Sohn als töricht bezeichnet. Madeline verteidigt Patricia und erklärt, sie leite ihre eigene Klinik und verfüge über unzählige Jahre an Erfahrung. Nach dem Abendessen macht sich das Paar auf den Weg zu Patricias Klinik. Michael äußert seine Skepsis gegenüber Maddys Wahl. Diese drängt ihn dazu, mindestens einmal hineinzugehen, um zu sehen, dass seine Sorgen unbegründet sind. Sie treten ein und werden von Patricias Assistentin Shelley begrüßt. Bald darauf schließt sich Patricia ihnen an und erkundigt sich nach Madelines Wohlergehen. Die Szene ändert sich und das Paar sitzt zu Hause und beim Abendessen, als Madeline einen stechenden Schmerz in ihrer Brust verspürt. Vor Schmerz gekrümmt ruft sie nach ihrem Mann. Entsetzt ruft dieser hastig den Krankenwagen, während er versucht, seiner Frau irgendwie Trost zu spenden. Sie kommen bald ins Krankenhaus und Madeline wird sofort in die Notaufnahme gebracht. Zu allem Überfluss kommt Richard, Dr. Sohn, auch noch dorthin, weil Vivian ihn darum gebeten hat. Madeline ist wütend und lehnt jegliche seiner Behandlungen ab. Unbeeindruckt von ihren Wünschen verlangt Richard die Einleitung der Geburt, auch wenn dies zu früh in der Schwangerschaft ist. Schließlich zeigt Michael Rückgrat und ruft seine Mutter an. Er ist wütend über ihr Einschreiten. Dann informiert er Patricia über die Situation, die in kürzester Zeit im Krankenhaus ankommt und mit den Ärzten spricht. Sie besteht darauf, dass sie die Geburt nicht einleiten. Als sie ignoriert und vom Sicherheitsdienst bedroht wird, macht sie deutlich, dass sie selbst einen medizinischen Abschluss hat und über jahrelange Erfahrung in der Hebammenarbeit verfügt. Außerdem verlangt sie Einsicht in Maddys Berichte und bald ist es Richard, der herabgesetzt wird. Die Berichte zeigen deutlich, dass keine Frühgeburt erforderlich ist, was beweist, dass Dr. Sohns Diagnose falsch war. Maddy wird behandelt und entlassen, aber die Widrigkeiten scheinen noch nicht vorbei. Das Paar ist auf dem Weg nach Hause, als Michael abgelenkt wird und die Kontrolle über das Auto verliert. Der Unfall endet tödlich, Michael stirbt noch an Ort und Stelle und Maddy verliert viel Blut. Zum Glück eilt ein Fremder zu Hilfe und Madeline bittet ihn unter Schock, Patricia anzurufen. Wir betreten Patricias Klinik, die Stille ist laut, Madeline liegt bewusstlos auf der Trage. Die Nachricht, vor der wir uns gefürchtet haben, ist wahr, das Baby in Maddy ist gestorben, genau wie sein Vater. Aber niemand hat den Mut, der verlorenen Mutter davon zu erzählen, Maddy wird nach Hause geschickt. Man geht davon aus, dass das Baby tot geboren wird. Als ob das Maddys Trauer ein paar Tage später durchbrechen könnte. Maddy geht es miserabel. Sie sitzt ganz allein in ihrem Haus, in der Dunkelheit und trauert um ihren Michael. Sie hat nicht einmal seine Stimme aus ihrem Anrufbeantworter entfernt. Stattdessen spielt sie diese immer wieder ab und starrt in Leere. Um etwas Luft zu schnappen, beschließt sie nach draußen zu gehen. Aber es kam anders. Als sie in einem Geschäft einige Artikel durchsieht, platzt ihre Fruchtblase, aber es ist alles blutig. Sie wird sofort in Patricias Klinik gebracht, wo eine Gruppe von Frauen ihr hilft, ihr Baby auf die Welt zu bringen. Patricia leitet die Geburt und führt Madeline zu einer Badewanne, um ihr die Geburt zu erleichtern. Die Szenen sind entsetzlich. Maddy weint vor Schmerzen und signalisiert damit, dass etwas nicht stimmt. Das Wasser färbt sich mit Blut. Als Maddy das verstorbene Kind schließlich zur Welt bringt, verkünden sie, es sei ein Mädchen, aber keine Freude zeigt sich in ihren Gesichtern. Das Baby ist schon eine Weile tot. Patricia beschließt, die Tatsache zu verbergen, dass das kleine Mädchen eindeutig leblos ist. Ihre Haut ist gelb und ihre Gliedmaßen hängen einfach nur herab. Als ob die Verzweiflung nicht schon groß genug wäre, sieht Patricia, wie Madeline versucht, ihr süßes Mädchen zu stillen. Als sie näher kommt, stellt sie schockiert fest, dass das Kind tatsächlich trinkt. Sie ist also am Leben. Madeline ist begeistert. Sie weiß nicht, dass ihr Baby schon lange zuvor bei dem Unfall gestorben ist. Sie gibt ihr den Namen Quace und Patricia kommt wieder zur Besinnung. Die nächsten Szenen zeigen Madeline in ihrem neuen Leben mit Quace. Als Patricia versucht, sie davon zu überzeugen, einige Tests an ihrem Baby durchführen zu lassen, lehnt Madeline ab. Ihr Baby sei keine Fallstudie für Forscher und die Rückkehr ins Leben sei nichts anderes als ein Wunder Gottes. Quace wächst weiter und Maddys Sorge um sie mit.
Sie bemerkt immer wieder ungewöhnliche Aktivitäten um ihr Mädchen. Ihre Windeln sind sauber, obwohl sie es nicht sein soll. Ein schrecklicher Geruch umgibt sie rund um die Uhr und im Netz um sie herum wimmelt es von Fliegen, so als würden sie eine Leiche umschwärmen. Madeline hat genug von dem schrecklichen Geruch und badet Quaise. Die seltsamen Vorkommnisse verschwinden nicht, denn als sie Quaise in den Eimer steckt und beginnt sie zu waschen, verfärbt sich das Wasser plötzlich rot. Versteinert holt Maddie ihr Baby heraus und bemerkt einige Ausschläge auf der bluttriefenden Haut. Sie ruft sofort Patricia an, aber die Anrufe landen wiederholt auf der Voicemail. In der nächsten Szene versucht Maddie, Quaise zu stillen. Sie fühlt Schmerzen, denkt aber nichts darüber nach und sagt ihrem Baby nur, es solle sanft sein. Es scheint, als könne Quaise die Muttermilch nicht verdauen und sie übergibt sich über das ganze Hemd. In der nächsten Szene sehen wir, wie Patricia all ihre Sachen zum Verkauf anbietet. Shelley konfrontiert diese und sie erklärt, sie wisse, dass Madeline krank sei. Patricia denkt an die Mutter, die schon verloren genug ist. Sie will nichts tun und ignoriert mit Absicht Madelines Anrufe. Vivian macht Madeline für den Tod ihres Sohnes verantwortlich und gibt ihr für alles Falsche auf der Welt die Schuld. Sie weint, weil Madeline ihre Anrufe nicht entgegennimmt, wenn sie darum bittet, das Baby zu sehen. Von allem überdrüssig bittet sie Dr. Sohn, sich mit Madeline zu treffen, um sie zu untersuchen. Ihr Plan ist es, Dr. Sohn einen falschen Bericht erstellen zu lassen, in dem Madeline als psychisch krank ausgewiesen wird. So kann Vivian das volle Sorgerecht für ihre Enkelin erhalten. Eines Nachts wacht Maddie vor Schmerzen auf. Sie zischt, während sie auf ihre Brüste schaut, nur um Blutflecken an ihren Brustwarzen zu entdecken. Die Erkenntnis setzt ein, als sie Quaise sieht, deren Mund mit dem Blut bedeckt ist, das Maddies Hemd durchnässt. Sie stellt fest, dass Quaise nur zufrieden ist, wenn sie sich von Blut und nicht von Milch ernährt. Maddie schlendert durch einen Supermarkt, als sie blutige, rohe Fleischstücke entdeckt. Da sie weiß, dass Quaise sich nur von Blut ernährt, kauft sie das Fleisch in großen Mengen und bringt es nach Hause. Obwohl sie Veganerin ist, presst sie das Blut aus dem Fleisch heraus und füllt es in eine Milchflasche. Es sieht aus wie an einem Tatort. Kurz darauf versucht Maddie, Quaise das Blut zu füttern, aber zu ihrer Verwirrung verweigert sie die Flasche. Beunruhigt stellt Maddie fest, dass Quaise nur frisches Menschenblut und kein Tierblut zu mögen scheint. Am nächsten Tag entsorgt Maddie das ungenutzte Fleisch draußen in den Mülltonnen, als sie vor ihrem Haus ein Auto bemerkt. Jemand spioniert sie aus. Wir stellen bald fest, dass es Patricia ist, die Madeline im Auge behält. Keinen Gedanken mehr an das Auto verschwendend, kehrt Maddie ins Haus zurück, nur um Quaise weinend und das Tierblut erbrechend vorzufinden. Ihr Zustand hat sich verschlechtert. Ihr Wimmern klingt fast animalisch und sie zittert, wobei sie schweißgebadet ist. Der Zustand ihres Babys zwingt Madeline, Quaise weiterhin mit ihrem eigenen Blut durch ihre Brüste zu füttern. Maddie versucht Patricia um Rat zu fragen, aber Shelley nimmt ab und lügt, Patricia sei nicht in der Stadt. Maddie hat keine andere Wahl und füttert Quaise weiterhin mit ihrem eigenen Blut. Das Ergebnis dieser Vorgehensweise zeigt sich immer deutlicher. Wenige Tage später ist sie schwach und blass geworden, ihr Körper zittert und ihre Sicht ist verschwommen. Ihr Zustand verschlechtert sich mit zunehmender Fütterungshäufigkeit. Sie versucht erneut, Patricia anzurufen, aber Shelley hat dieselbe Entschuldigung wie zuvor. Patricia weiß nicht, dass Maddie sie angerufen hat. Bald fordert Vivian Dr. Sohn auf, Madeline zu besuchen und ihren eigenen Plan umzusetzen, damit Quaise nicht noch einen weiteren Tag bei Maddie bleiben muss. Dr. Sohn kommt am Haus an und obwohl sie den Mann absolut verachtet, lässt sie ihn überraschenderweise herein, weil sie sich gefährlich schwach fühlt. Richard teilt ihr mit, dass sie anämisch sein könnte. Er bittet sie, ihm eine Probe ihrer Muttermilch zu geben, um zu testen, ob das Baby beim Abpumpen der Milch alle benötigten Nährstoffe erhält. Beim Abpumpen stößt Quaise einen Schrei aus, was Richard dazu bringt, zu glauben, dass es ihr nicht gut geht. Er rennt sofort nach oben. Madeline versucht ihn aufzuhalten, aber er ignoriert sie und nähert sich panisch dem Kinderzimmer. Maddie schlägt ihm eine Glasflasche gegen den Hals, was ihn am Ende zum Fall bringt. Blut sammelt sich um den Kopf des Mannes. Maddie sammelt dieses manisch mit einem Lächeln auf. Sie hat eine Idee. Sie zerrt seinen Körper ins Badezimmer und schneidet sein Fleisch, so wie sie es zuvor mit dem rohen Fleisch getan hat. Ohne Reue presst sie sein Blut in die Babyflasche. In der Zwischenzeit kommt Vivian, die keine Nachricht von Dr. Sohn erhalten hat, an Maddies Haus an und klingelt. Das Geräusch reißt Maddie aus ihren Träumereien. Sie schließt hastig die Flasche und kommt aus dem Badezimmer. Vivian entdeckt, dass die Tür offen steht und sie tritt ein. Sie schaut sich im Haus um und stellt fest, dass es ein pures Chaos ist. Sie versucht sich, nach oben zu schleichen, wird aber von Maddie aufgehalten, die sie in die Küche bringt und erklärt, Quaise sei müde und brauche ihren Schlaf. Maddie lehnt Vivians unaufhörliche Bitten ab, ihre Enkelin zu treffen, was die ältere Dame zwingt, einen Plan zu schmieden.
Schlussendlich tut sie so, als müsse sie auf die Toilette, und während Madeline in ein Zimmer geht, um sich umzuziehen, schleicht sich Vivian nach oben und betritt das Kinderzimmer. Sie findet Quaid schlafend in ihrer Krippe vor. Maddie wird misstrauisch und als sie oben ein Knarren hört, rennt sie zum Zimmer ihres Babys. In Panik stürzt die Mutter zur Krippe und findet diese leer vor. In der Zwischenzeit hat Vivian Richards Leiche im Badezimmer gefunden und starrt diese mit offenem Mund an. Natürlich gibt es nur eine Person, die ihn hätte töten können. Vorsichtshalber nimmt sie einen Hammer in die Hand. Vivian hat Grace an die Brust geschnallt, während sie vorsichtig die Treppe hinunterschleicht, wobei sie darauf achtet, weder das Baby noch die Mutter zu alarmieren. Als Madeline sie findet, wirft sie ihr den gleichen leeren Blick zu, den wir alle zu diesem Zeitpunkt schon kennen. Ohne sich um Vivians Angst zu kümmern, erklärt Maddie ihr, dass Grace ein Wunder ist, das mit speziellen Lebensmitteln überlebt. Sie streckt ihre Hände aus, um ihr Baby entgegenzunehmen. Aber Vivian attackiert sie mit dem Hammer. Wie aus dem Nichts fährt Patricia vor, sie hört ungewöhnliche Geräusche. Im Inneren ist Maddie bewusstlos auf den Boden gefallen. Vivian nähert sich ihr murmelnd und weinend und entschuldigt sich wiederholt. Zu ihrem Entsetzen erwacht Madeline und beißt Vivian ein Stück aus der Kehle heraus, sodass diese stirbt. Die lauten Geräusche zwingen Patricia ins Haus zu rennen, nur um Vivian und Madeline blutüberströmt auf dem Boden liegen zu sehen. Sie trifft eine Entscheidung. Es ist einige Zeit vergangen und wir finden uns in einem Wohnwagen mitten im Nirgendwo. Schnell wird klar, dass sowohl Patricia als auch Madeline in diesem Anhänger mit Grace leben. Ihr Aussehen hat sich drastisch verändert. Sie verkleiden sich, um Grace vor dieser Welt zu schützen. Oder braucht die Welt Schutz vor Grace? Der Film endet so, wie er angefangen hat. Wir sehen Madelines Füße voller Blut, das von ihrer Brust tropft. Dabei ist das Blut jetzt nicht mehr das einzige Problem. Grace hat angefangen zu zahnen. Die letzte Szene ist erschreckend, da sich die Kamera auf Madelines verstümmelte Brust und Graces Lust auf Menschenfleisch konzentriert. Das war's mit diesem Video. Schreibt eure Gedanken zu diesem Film gerne in die Kommentare. Und vergesst das Liken und Abonnieren nicht, das hilft uns ganz besonders. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.